SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, B2B von den Shisha-Warentestern begrüßt euch zu einem neuen Review. Und Freunde, ja, endlich ist es soweit. Heute stelle ich euch einen nagelneuen Tabak vor, auf den schon sehr, sehr viele Leute gehypt waren und darauf gewartet haben, dass der endlich rauskommt. Jetzt ist es soweit. Um was geht's, Freunde? Es geht um Moloco. Und nicht nur irgendein Moloco, sondern Moloco selber hat einen eigenen Tabak rausgebracht. Und den schauen wir uns in diesem Video jetzt einmal ein bisschen genauer an. Und deswegen, Freunde, haben wir heute natürlich wieder wahrhaftige Betonierungszeit. Und das darf natürlich nicht fehlen. Ihr seht sie schon im Hintergrund. Achtung, Freunde, die Dampflok ist an. Und sie hinterlässt auf jeden Fall ordentlich Dampf. Denn, wie gesagt, es geht um Moloco. Ja, Moloco ist ja in Getränk, sage ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr viele junge Leute vor allem kennen das Getränk. Denn wenn ich das jetzt zu meinen Eltern sagen würde, würden die sagen, was für eine Krankheit hast du? Nee, also es geht tatsächlich um einen Softdrink, Freunde. Ihr kennt es sicherlich. Moloco hat der ein oder andere in einer Shisha-Bar eventuell schon mal getrunken. Und spätestens nachdem Pietro Lombardi und Gay One ein Lied zusammen komponiert haben, ich glaube Senorita hat es geheißen, da haben sie zu Moloco und Shisha eingeladen sozusagen. Und spätestens dann war es jedem ein Begriff. Und ja, deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der allererste Hersteller mal sagt, okay, ich habe ein geiles Getränk zum Beispiel und da könnte man das Ganze auch aromentechnisch was zaubern, wo man als Tabak anbieten kann. Ja? Da eignet sich Moloco natürlich zu 100%, denn es gibt ja schon sehr, sehr viele Nachmachen, was Moloco angeht. Ocolom zum Beispiel, um einen mal zu nennen. Da habe ich mich selber auch schon sehr lange gefragt, wann es denn endlich mal soweit ist, bis der erste mal sagt, hier bin ich, jetzt gibt es mal das Original sozusagen. Und Moloco ist der allererste Getränkehersteller, der es gewagt hat, einen Fuß in die Shisha-Branche zu setzen und haben jetzt eben zwei Tabake rausgebracht. Und zwar einmal den Standard Moloco, um den es heute auch geht. Das ist der Kollege hier, also der Moloco Green. Das seht ihr auch hier nochmal abgebildet, Moloco Green. Und dann gibt es natürlich auch noch die Red-Variante, also der mit Cranberry drin. Aber um den geht es dann beim nächsten Mal, wenn ich euch den dann explizit noch vorstellen werde. Deswegen mal auf die Seite mit dem. Wir schauen uns heute mal den normalen Moloco an. Und der normale ist im Prinzip Zitrusfrucht, Holunder und Ingwer. Ja, mehr ist da im Normalfall nicht drin. Und wenn man sich mal das Getränk anschaut, was ist da drinnen? Zitrone, Orange, Holunderblüte und Ingwer. Also bis auf Orange ist angeblich hier alles mit drinnen. Also Orange habe ich jetzt nicht rauslesen können, dass das mit drin sein soll. Also auf jeden Fall Moloco, der Standardgeschmack. Und ich würde sagen, wenn wir schon beides am Start haben, dann probieren wir das auch gegen und gucken einfach mal, wie das Ganze so schmeckt. Ja? Aber jetzt gucken wir uns erstmal nochmal die Dose an. Wie schon gezeigt, einmal Moloco Green. Machen wir mal auf und schauen uns mal das Innere an, und zwar der Tabak. Das, was ja wichtig ist. Cool ist, einfach abziehen, Siegel und einmal gescheit umrühren und los geht's eigentlich schon. Der Schnitt ist super, also da kann ich echt nicht meckern. Der ist sehr, sehr fein. Hat sich beim Kopfbau wirklich sehr, sehr gut getan. Also ich muss sagen, ich habe gar keine Schwierigkeiten gehabt, was den Kopfbau anging. Er war auch nicht zu fein, ja, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Nee, also das war wirklich eine perfekte Schnittart, was wir hier haben. Da kann man absolut nicht meckern. Und geruchlich, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wie gesagt, Zitrusfrüchte, Holunder und Ingwer. Zitrus dominiert Vollgas. Aber ich finde, der riecht schon Richtung Moloco. Also dafür habe ich jetzt die Dose da. Machen wir mal auf das Ding und riechen mal. Und das Witzige ist, der Tabak riecht einfach geiler wie das Getränk. Ja, also man riecht hier auch ein bisschen Zitrus, aber nicht wirklich viel. Also geruchlich ist der nicht so intensiv wie der Tabak. Der Tabak, der knallt schon. Also der ist schon extrem intensiv vom Geruch und sehr, sehr ansprechend. Also ich rieche da definitiv diese Zitrusfrüchte raus, diese Limetten,
und so leicht so, ja doch, diese Hugo-Note finde ich, ja, diese, also ihr kennt ja das Getränk Hugo, ich finde da, so, das riecht man noch ein bisschen mit raus und das ist ja dann ganz klar diese Holunderblüte. Der Ingwer, der ist meistens immer ein bisschen scharf, da muss man aufpassen, da sage ich aber jetzt auch gleich während dem Rauchen noch etwas dazu, denn mit dem Ingwer darf man nicht übertreiben, Freunde. Ja, aber jetzt würde ich sagen, erstmal ein Zug vom Moloko Green. Rauchentwicklung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. SWT-Setup regelt natürlich in dem Fall wieder. Und ich muss sagen, sehr, sehr intensiv. Sehr, sehr lecker. Ich finde, da ist es ähnlich wie beim Geruch. Wir haben hier eine sehr dominante Zitrusfrucht mit drinnen, also eher Limette, sage ich jetzt mal. Zitrone, Limette, so in die Richtung geht das Ganze. Orange ist gar keine drinnen. Sagt ja auch der Hersteller, dass nichts drin sein soll. Aber was mir auffällt, wo ich einen kleinen Kritikpunkt äußern muss, ist die Ingwernote. Ich finde, die Ingwernote ist sehr, sehr krass. Wie macht sich die geschmacklich bemerkbar? Sie ist scharf. Und wenn was scharf ist, dann beißt es im Hals. Ja? Und wenn der Tabak, genau das kann passieren, wenn der Tabak dann mal on fire ist, mal gescheit Hitze bekommt, dann kitzelt es und beißt im Hals. Und dann kann es sein, dass es dann ja, zu stark wird und dass man davon dann ein bisschen husten muss. Das ist mir jetzt ab und zu schon mal vorgekommen bei dem Moloko Green, dass es einfach ein bisschen zu viel Ingwer ist. Ja? Es ist eine geile Konstellation, schmeckt richtig, richtig lecker. Würde ich genauso lassen, nur die Ingwernote würde ich auf jeden Fall halbieren von der Intensität. Dass diese Schärfe einfach nicht mehr da ist, weil die stört während dem Rauchen. Wenn die nicht da wäre, dann wäre das wirklich der allerbeste Moloko-Tabak, den es gibt, weil man kann sich ja an die anderen Firmen, die ihn ja nachgemacht haben im Prinzip, orientieren und da sind schon auch Bretter dabei auf jeden Fall, wie zum Beispiel der Holukolom, den feiere ich ja persönlich sehr und da finde ich, ist diese Ingwernote nicht ganz so stark und nicht so beißend und das müssten sie noch in den Griff kriegen und dann wäre es auf jeden Fall der beste Moloko Green, also die Standardsorte, die es auf dem Markt aktuell gibt. Absolutes Brett wäre es dann, wie gesagt, wenn diese beißende, scharfe Ingwernote nicht mehr drinnen wäre. Dann ist nämlich diese Holunderblüte leicht zum Rausschmecken da, diese Zitrusfrüchte sind super da und die Ingwernote wäre dann noch leicht im Hintergrund da, nur eben zur Abrundung, sage ich jetzt mal. Und richtig, richtig gut. Jetzt ist die Frage, wie kommt denn Moloko da eigentlich dazu, einen eigenen Tabak herzustellen? Machen die den komplett selber? Haben die ein eigenes Werk? Nein. Das wird natürlich übernommen von Profis, die wissen, wie es geht. Das macht die Hellstein GmbH. Die Hellstein GmbH ist schon länger in der Shisha-Szene aktiv und machen unter anderem auch Lady Smoke, Gentleman Smoke, Kalia Tobacco und One Way. Ja, also sollte der ein oder andere Tabakname dem ein oder anderen ein Begriff sein. Und da hat sich Moloko eben für die Hellstein GmbH entschieden, dass die den Tabak für die produzieren lassen sollen. Und das ist auf jeden Fall geglückt. Und ich muss sagen, ist ein richtig, richtig guter Tabak. Virginia Gold ist das übrigens, also das Beste, was man bei Virginia herbekommen kann. Also der Grundtabak selber ist Virginia Gold. Es gibt nichts, was besser ist, meines Wissens nach, was Virginia-Tabak angeht. Da ist das Gold immer noch das Beste. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir mal noch, wie das Ganze geschmacklich mit dem Originalgetränk so zum Vergleichen ist. Schauen wir einfach mal. Und ich finde den Moloko Green, beziehungsweise den Standard Moloko, einfach nur lecker. Da ist ja, das ist ja nur ein Erfrischungsgetränk und kein Energy Drink. Finde ich super, dass da kein Koffein, Taurin oder was weiß ich für Bullshit drin ist. Finde ich super, dass es wirklich nur zur Erfrischung da ist. Schmeckt einfach lecker und kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das mal zu probieren. So, und jetzt gucken wir mal, wie der Gegentest mit dem Tabak ist. Und ich muss sagen, sehr, sehr nah am Original. Das Einzige, was nicht ans Original, an das Getränk rankommt, es ist ja beides Original, aber ich meine das Getränk, ist die kühle Note. Ja? Wenn ich den trinke und der ist eiskalt, dann ist es einfach kalt, wenn es runtergeht. Ja? Und das ist das Einzige, was nicht da ist. Ja? Und ansonsten
muss ich sagen, sehr, sehr gut getroffen. Wenn die Ingwernote nicht ganz so scharf ist, dann ist es perfekt und dann kann ich das wirklich zu 100% weiterempfehlen. Und deswegen bitte an den Hersteller, falls du das Video siehst, liebe Grüße an die Hashtag GmbH oder Moloko Team. Geiler Tabak, geiles Getränk, nur die Ingwernote von der Schärfe, was den Tabak angeht, ein bisschen runterschrauben, dann ist das Zückerchen, dann ist es wirklich sehr, sehr lecker. Und wo bekommt man das Ganze her? Mittlerweile fast schon überall im Netz, aber auch stationär für 17,90 € die 200 Gramm Dose. Gibt es aktuell nur in dieser Verpackungsgröße, aber das ist ja auch Standard hier und von daher auch vollkommen in Ordnung. Preis, ja, 17,90 € ist jetzt auch nichts Neues, sage ich jetzt mal, geht in Ordnung. Und ja, also ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr müsst halt nur, wie gesagt, aufpassen, was die Schärfenote angeht. Vielleicht habt ihr ja schon den Moloko Green ebenfalls probiert, dann könnt ihr mal eure Erfahrungen posten. Seht ihr das genauso mit der Schärfe? Habt ihr da auch ein ganz leichtes Brennen und Drücken im Hals bei der Ingwernote, wenn der Tabak mal ein bisschen Hitze bekommt? Oder ist es bei euch gar nicht und ich spinne mir das Ganze nur zusammen? Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung reinschreiben. Und zum Schluss schauen wir uns natürlich noch die Pro- und Kontraliste zusammen an. Da hätte ich für euch bei Pro der Schnitt super, Feuchtigkeit und Mischungsverhältnis ebenfalls klasse, keine überschüssige Molasse gefunden. Der Geschmack, die Intensität und die Rauchentwicklung. Bei Neutral habe ich noch den Preis, denn wir sind hier 1 Euro teurer wie bei meiner Schmerzgrenze. Das wären 16,90 € und deswegen haben wir den Preis bei 17,90 € bei Neutral. Und eben Ingwer ist zu scharf. Dann habe ich keinen Punkt bei Kontra, logischerweise. Tabak geht auf jeden Fall klar, bis auf die Ingwernote, wie gesagt. Das ist neutral aufzuführen und ansonsten ist das wirklich ein super Tabak. Haben sie einen sehr guten Aromenhersteller rausgesucht. Also da haben sie nichts falsch gemacht, ist keine Enttäuschung. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr, euch auch den Moloko Red in Kürze vorzustellen. Also könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen drauf. Und beim nächsten Mal gibt es dann, wie gesagt, den Moloko Red, Freunde. Ja, dann war es das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mit eurem Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht es hier direkt bei mir. Bei der Shisha geht es zum letzten Video und in der Mitte geht es zum Shisha World Partner Shoplink. Dann sage ich danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Servus!